Meine große Leidenschaft ist das Rote Kreuz, wo ich als Fachsanitäterin tätig bin. Der Hauptgrund, warum ich das jetzt noch nicht richtig beruflich mache, ist wirklich nur die Erkrankung. Und deswegen mache ich es halt bisher rein ehrenamtlich, aber mit voller Leidenschaft und bin da voll dabei. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es irgendwann auf jeden Fall klappen wird, dass ich es dann quasi auch zu meinem Beruf machen werde. Also POTS ist eigentlich eine Erkrankung des Nervensystems, die sich auf Herz und Kreislauf auswirkt. Und das macht sie dann mit ganz verschiedenen Symptomen, die auch recht unspezifisch sind. Ja, also es war in einem Wald, der ungefähr so war wie hier. Ich wollte damals einfach ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen in der Natur sein. Und je weiter ich in diesen Wald reingelaufen bin, umso mehr habe ich eigentlich gemerkt, dass ich mich nicht so gut fühle, dass es mir irgendwie schlecht geht. Und dann wusste ich eben, dass ich die App auf dem Handy habe und dass man da einen Notruf absetzen kann. Und das habe ich noch gemacht, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und ab dann weiß ich eigentlich nichts mehr. Also ich lag dann halt bewusstlos im Wald, bis die Feuerwehr mich gefunden hat. She triggered the emergency call, and a couple of seconds later, one of our emergency team agent talked to her, but he only heard her breathing, and then he triggered exactly what she needs, like the emergency for her, and then we could start immediately with the GPS position to search for her. Als die Polizei angerufen hat, waren wir auf der einen Seite erschrocken, auf der anderen Seite erleichtert, weil wir wussten, dass unsere Tochter in guten Händen ist. Wir können davon ausgehen, dass Vegard unserer Tochter das Leben gerettet hat. We found out that people feel afraid when they're being alone. So therefore we invited a virtual companionship solution with three main functions. So you can be accompanied by a professional team. You can invite like a friend or families, a family member to accompany you. And at the end we have a professional emergency service behind this product. Also ich denke auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Vegard hilft mir auf jeden Fall, besser damit umzugehen. Naja, ich weiß halt, dass ich quasi immer jemand an meiner Seite hätte, der im Notfall eben Hilfe holen könnte. Und das ist für mich jetzt, seitdem ich das natürlich weiß, dass es immer wieder passieren könnte, sehr wichtig geworden.